Hallo und herzlich willkommen. Heute seht ihr hinter mir eine Karikatur mit dem Titel Selbsterhaltung. Sie stammt aus dem Jahr 1870, aus der Wochenzeitschrift Kladderadatsch und wurde von Wilhelm Scholz gezeichnet. Auf ihr sehen wir Bismarck, wie er hier mit einer groben Schere einer Bestie die Kralle abschneidet, um künftig vor ihr Ruhe zu haben. Die Bestie stellt natürlich Frankreich dar. Und welche Auswirkungen auf die deutsche Außenpolitik bereits hier sichtbar werden, erfahrt ihr nach dem Intro. History in you. Werfen wir einen Blick in das Jahr 1871. Deutschland hat seine Kriege sehr erfolgreich hinter sich gebracht. Es ist wieder geeinigt und auf Kosten der französischen Nation mittlerweile sogar zu einem Kaiserreich aufgestiegen. Dennoch ist Deutschland in einer nicht zu unterschätzenden Gefahr. Denn wenn wir einen kleinen Blick auf die Lage innerhalb Europas blicken, so kann man sehr schnell erkennen, dass die deutsche Zentrallage einige Sonderheiten birgt. Zum einen befindet sich auf der westlichen Seite Frankreich als Erzfeind, als Erzrivale bereits seit den Napoleonischen Kriegen, auf der anderen Seite Russland. Bismarcks Albtraum war es nun, dass sich aus welchen Gründen auch immer Frankreich und Russland vereinigen könnten. In einem Bündnis wäre Deutschland zwischen den beiden Großmächten eingeklemmt. Die Gefahr eines Zwei-Fronten-Krieges wäre somit ganz, ganz extrem und wäre für Deutschland fast nicht zu beherrschen. Jedoch, dieser Zwei-Fronten-Krieg ist zu diesem Zeitpunkt noch relativ hypothetisch. Somit ist es Bismarcks Ziel, ein komplexes Bündnissystem zu ersinnen, um eben jenen Zwei-Fronten-Krieg zu verhindern. Wie konnte ihm dieses Bündnissystem gelingen? Nun, einfach war es gewiss nicht. Werfen wir dabei zuerst einmal einen Blick auf eine Europakarte. Der Begriff Europakarte ist an dieser Stelle vielleicht etwas übertrieben, aber es lässt sich bereits die Lage Deutschlands erahnen. Hier im Zentrum Europa befindet sich das Deutsche Reich, umgeben von Großbritannien, Russland, Österreich-Ungarn, Italien und natürlich Frankreich. Bismarcks Ziel war es nun, Frankreich maximal zu isolieren. Begonnen hat er das Ganze letztendlich mit dem Drei-Kaiser-Abkommen von 1873. Dieses führte bereits zu einer Annäherung der Parteien des Deutschen Reiches, Russlands und Österreich-Ungarn. Allerdings war es nicht von Dauer. Relevanter ist seine Weiterentwicklung, nämlich das Drei-Kaiser-Bündnis 1881. Dazu jedoch mehr später. Ein weiterer wesentlicher Schritt war der Zweibund zwischen dem Deutschen Reich und Österreich-Ungarn. Dieser schützte die Vertragspartner vor Russland und gleichzeitig verpflichteten sich die beiden Vertragspartner zu Neutralität im Falle eines Angriffes einer anderen Macht. Das Ganze muss man sicherlich auch im Kontext der Einigungskriege sehen. Hier hatte Bismarck natürlich auch Österreich-Ungarn ordentlich vor den Kopf gestoßen und von daher ist das auch schon ein großer, großer Schritt der Annäherung. 1882, also 3 Jahre später, wurde dieser Zweibund dann mit Italien erweitert. Nun allerdings nochmal ein Blick auf unser Drei-Kaiser-Bündnis von 1881. Der Drei-Kaiser-Bund 1881 beinhaltete im Wesentlichen eine Neutralitätsverpflichtung der drei Parteien beim Angriff von außen. Und weiterhin,
und hier wird es interessanter, eine Unterstützung Deutschlands und Österreichs mit Großbritannien gegen Russland wurde ausgeschlossen. Und weiterhin, hier wichtig für Bismarck, wurde ausgeschlossen, dass sich Russland mit Frankreich gegen Deutschland oder Österreich-Ungarn verbünden könnte. Also wieder ein Bündnis, das noch näher zur deutschen oder noch mehr zur deutschen Sicherheit beitrug. Der nächste Schritt war ein Bündnis, an dem Bismarck selbst oder das Deutsche Reich selbst nicht beteiligt war, sondern stattdessen eher vermittelnd tätig war, nämlich das sogenannte Mittelmeerabkommen 1871. Das will im Wesentlichen den Status quo im Mittelmeer aufrechterhalten. Und Bismarcks letzter Schritt war der sogenannte Rückversicherungsvertrag von 1887. Dieser war allerdings streng geheim, denn Russland verpflichtete sich zur Neutralität bei einem unprovozierten Angriff von Frankreich auf Deutschland und im Gegenzug war Deutschland Neutralität bei einem Angriff Österreich-Ungarn auf Russland. Also hier haben wir eigentlich einen Verstoß gegen das Mittelmeerabkommen, deswegen musste es auch ganz, ganz geheim bleiben. Aus internationaler Sicht problematisch wäre er denn bekannt geworden am Rückversicherungsvertrag, dass sich nämlich der Status quo des Mittelmeers quasi verändert hätte, damit ein eklatanter Gegensatz, Widerspruch zum Mittelmeerabkommen. Dennoch, mit Blick auf diese Bündnisse hier, hatte Bismarck sein vorrangiges Ziel erreicht, nämlich die komplette und totale Isolation Frankreichs im Vertragswerk. Wenn man sich jetzt diese Verträge hier anblickt, dann fällt zum einen auf, welches diplomatische Geschick dahinter steckt. Allerdings, der zweite Blick zeigt auch, dass dieses Bündnissystem höchst, höchst fragil ist und natürlich ganz besonders eng an die Person Bismarcks als Politiker gebunden ist. Und als Bismarck später zum Rücktritt gezwungen wird, zeigt sich dann letztendlich auch, dass dieses komplizierte Bündnissystem aus Verflechtungen und gegenseitigen Verpflichtungen unter Wilhelm II. Keinen Bestand haben sollte.